Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist mein Praktikumsbericht. Jedes Wochenende möchte ich quasi zeigen, was die Woche war, was ich die Woche getan habe und was waren meine Aufgaben so und wie ist es hier so im Praktikum. Da es meine allererste Woche ist, kann ich halt noch nicht so viel dazu sagen, weil ich noch gerade quasi eingeführt werde, was ich zu tun habe und wie es geht und ja, also ich muss ja erstmal quasi richtig ankommen. Und bevor es richtig losging, am Mittwoch war ja der 1. März, da war ja mein erster Praktikumstag, habe ich schon am Dienstagabend den lieben Andreas, das ist quasi der Praktikant, der aktuell hier ist, den habe ich begleitet zu einem Schulrock-Festival. Das war echt ganz interessant. Da war sogar der Oberbürgermeister von der Stadt Bremen und mehrere Schulbands. Und da habe ich ein paar Fotos gemacht. Blenden wir hier ein paar ein. Genau. Und ja, das hat Spaß gemacht, weil das war ja so quasi Festival, Musik, Konzertartig. Das bin ich ja schon ein bisschen gewöhnt. Das hat richtig Spaß gemacht. Hab die am nächsten Tag dann schon am ersten Arbeitstag schon auch direkt in System hochgeladen, damit quasi die Redakteure diese Bilder benutzen können. Nur leider habe ich die Bilder zu spät hochgeladen, also wurden meine nicht genommen. Die von Andreas wurden genommen, bin ich komplett fein mit, weil ich kann mich ja nicht beschweren. Ich durfte ja quasi da Fotos machen und zwar ja gar nicht so richtig, ja, also offiziell mein erster Einsatz, sondern am Mittwoch wurde ich dann quasi eingeführt in alles und da wurde mir gezeigt, quasi, dass ich einen zentralen, also dass ich einen Arbeitsplatz habe, einen Schreibtisch im Zentraldesk, so heißt ein riesiger Raum im Erdgeschoss, wo viele Redakteure sitzen und quasi beide Fotopraktikanten, Andreas und ich. Andreas ist nicht jede Woche da und deswegen haben wir es quasi jetzt die erste Woche geteilt. Also da waren wir beide da, die nächste Woche ist er wieder nicht da und dann sind wir wieder gemeinsam da. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit ihm, weil er ist ein super lieber, netter Typ, kommt aus Hannover. Also die meisten, die hier Fotopraktikanten sind, kommen von der Hochschule aus Hannover, so wie auch er. Und er ist echt ein lieber Mensch und ich komme total gut klar mit ihm. Wir teilen uns auch hier diese Wohnung, er hat sein Zimmer da hinten. Ich habe ja dieses Zimmer hier bekommen, genau. Und am Mittwoch ging es dann halt so ein bisschen durchs Haus durch. Habe ein bisschen Leute kennengelernt und jetzt weiß ich auch quasi, ja, das wusste ich auch schon vorher. Ich habe ja zwei quasi Vorgesetzte, nämlich ist meine Arbeit eingeteilt. Es gibt zwei Redaktionen, diese Hauptredaktion für dieses Tagesgeschehen und eine Sonderredaktion, wozu ich ja gehöre als Fotopraktikant. Und diese Sonderredaktion hat quasi zwei Chefs. Den lieben Stefan und Christian und die sind auch super lieb und nett und mit denen komme ich auch bis jetzt total gut klar. Aber das wird sich alles noch rausstellen. Aber bis jetzt finde ich komplett gut, wurde ich aufgenommen und alle waren freundlich zu mir. Und ja, und dann ist es halt so, dass wir am Mittwoch uns dann auch quasi getroffen haben. Einmal auf dem grünen Sofa. Da trifft man sich wohl jede Woche einmal und bespricht quasi, was es aktuell so Neues gibt. Und wenn ich irgendwelche Probleme habe, kann ich sie dann da sagen oder natürlich auch schon vorher. Weil Reden ist Key. Wenn ich irgendwas habe, kann ich es immer ansprechen. Und dann gab es am Mittwoch noch eine IT-Einweisung. Ich habe nämlich einen Arbeitslaptop bekommen und ein Arbeitshandy. Genau. Ja, mal kurz zeigen. Arbeitslaptop, Arbeitshandy. Genau, die beiden Sachen habe ich bekommen. Und ja, weil wenn ich die Fotos fertig habe, kommen die über ein spezielles Systemverfahren, werden die dann hochgeladen ins System und dann können die ganzen Redakteure darauf zugreifen. Ja, das war jetzt dann doch noch alles so zum Mittwoch. Als ich am Feierabend hatte, gab es einen schönen Sonnenuntergang auf dem Heimweg. Nämlich fahre ich dann immer die Weser entlang, hier zu dieser Wohnung und da war echt ein schöner Sonnenuntergang. Da kann ich mal hier was einblenden. Ja, das so viel zum Mittwoch. Dann ging es weiter am Donnerstag. Da habe ich die Zeit genutzt, um quasi meine ersten Fotoreportagen vorzubereiten. Nämlich am Mittwoch haben wir halt auch noch ein bisschen so, habe ich meine ganzen Ideen besprochen, gesagt, was für Ideen ich hätte, was ich mir vorstellen könnte, was ich machen würde als Fotoreportagen. Ich denke, so die Hälfte wurde gesagt, so nein, eher nicht oder war gerade erst.
Und die andere Hälfte war, okay, probier's mal aus. Und zu denen habe ich dann quasi am Donnerstag dann recherchiert, was ist möglich, was ist sozusagen der aktuelle Standort, gibt es irgendwelche Ansprechpartner, irgendwelche Kontakte, und habe dann schon die ersten E-Mails geschrieben. Genau. Und da habe ich mich auch noch ein bisschen eingelesen in die Zeitung, weil mir wurde auch gesagt, lies ruhig die Zeitung, weil dadurch könnte ich auch zum Beispiel neue Themen bekommen. Das habe ich dann auch. Da habe ich mir neue Ideen aufgeschrieben. Also am Donnerstag hatte Andreas, mein Kollege hier, der hat währenddessen ein Auto fotografiert, auch für die Zeitung. Und am Nachmittag haben wir uns dann getroffen, also kam er auch in die Redaktion rein, und dann haben wir beide ein bisschen gesprochen. Er hat mir gezeigt, was für Bilder er gemacht hat. Andreas nimmt mich sehr viel an die Hand, also er zeigt mir viel, was er quasi am Anfang gelernt hat, und bringt es mir quasi jetzt bei, wie ich die Systeme benutze, wie ich die Software benutze, wie ich quasi hier mit den, wo ich meine Ansprechpartner habe, wer wofür zuständig ist. Also das ganze quasi Organisatorische, da hilft er mir viel, und das finde ich auch total lieb und nett, und das ist echt sehr hilfreich, kann ich nur sagen. Genau. Und dann zum Freitag nun. Bin ich dann zur Arbeit gefahren morgens und war dann dort erstmal, habe noch ein bisschen mein Diensthandy eingerichtet, und dann hat mich Andreas angerufen, bist du nicht bei der Demo? Und ich so, nee, eigentlich nicht, weil ich hätte nicht auf dem Schirm gehabt, und so offiziell hatte ich jetzt auch keinen richtigen Auftrag dort, aber dadurch, dass ich noch auf Antworten der E-Mails warten, also ich hatte ja viele E-Mails geschrieben und ich brauchte halt noch die Antworten, ohne die kann ich halt nicht so viel tun, habe ich mich dann mal auf den Weg gemacht zum Marktplatz, der ist halt direkt um die Ecke, und habe dann dort fotografiert. So ein bisschen die Demo, da war Fridays for Future und der ÖPNV, also die Leute von dem öffentlichen Nahverkehr, die haben auch gestreikt vom öffentlichen Dienst, und die hatten verschiedene Wege. Auf der einen Seite waren die Fridays for Future Leute, auf der anderen Seite die vom öffentlichen Nahverkehr, vom öffentlichen Dienst. Und zwischendrin gab es dann auch noch Klimakleber, die haben also so letzte Generation, die haben sich auf der Straße festgeklebt. Und als ich dann quasi dort war, so um, was war denn das, ich glaube so 12 Uhr rum, habe ich gerade mitbekommen, wie die Polizei den letzten Aktivisten entfernt hat. Da, die waren ja alle festgeklebt, und da habe ich ein interessantes Foto gemacht. Genau. Dann bin ich auf zur Demo gestoßen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, wo die waren, aber dann habe ich die Fridays for Future Demo getroffen, habe die fotografiert und die begleitet bis zum Marktplatz. Habe dann um den Marktplatz rum ein paar Fotos gemacht. Hier sind noch ein paar Eindrücke. Genau, und dann war das es auch. Ich glaube, da war ich nur 20, 25 Minuten oder so, und dann ging es wieder rein zum Zentraldesk, zu meinem Arbeitsplatz, und habe dann die Fotos quasi fertig bearbeitet. Viel habe ich ja nicht gemacht. Und die dann hochgeladen und hoffe einfach, ja, dass die genutzt werden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Genau, dann habe ich weitergemacht an mein bisschen Orga-Zeug, ein bisschen mich sortiert, ein bisschen alles eingerichtet weiter. Ja, also die erste Woche ist erstmal ankommen, viel Orga-technisches Zeug, viel E-Mail schreiben, viel Kommunikation mit den Leuten. Und sobald ich ein Thema gefunden habe, dann brauche ich noch einen Volontär, der dann mit mir mitkommt und dann quasi einen Text schreibt zu der Fotoreportage. Aber das wird alles noch demnächst kommen. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, ich glaube doch, eine Sache. Am Freitag, kurz bevor ich zur Arbeit gefahren bin, hatte ich einen Anruf bekommen. Nämlich von meiner allerersten Foto, von den E-Mails, die ich geschrieben habe. Da hat sich jemand gemeldet, telefonisch, und hat nochmal genauer nachgefragt, wie ich mir das vorstelle, was es am Ende so sein könnte, wie es wird. Und ja, und ich glaube, das ist jetzt schon eine feste Tüchern, aber mehr dazu sage ich noch nichts, bis die Reportage gelaufen ist. Und dann gibt es ja auch die fertigen Ergebnisse dazu. Ja, genau. Und jetzt ist Freitag gewesen, jetzt die Woche zu Ende. Die allererste Woche für mich hier bei der Zeitung ist zu Ende. Und ich bin eigentlich komplett zufrieden. War eine schöne, ruhige Woche erstmal, aber ich bin heiß auf Fotoaufträge. Mir juckt es in den Fingern, ich bin bereit, irgendwas zu machen. Ja, genau. Und hoffentlich viel zu lernen. Ich wollte noch auf ein paar Fragen und Kommentare eingehen. Nämlich einmal, die Uhr ist cool. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Gefällt mir auch sehr, ist ja etwas, was nicht irgendwie überall zu sehen ist.
und mal gucken, ob die da bleibt und auch woanders hingeht. Update zum Zimmer. Hat sich jetzt noch nicht so viel getan, kommt erst irgendwann demnächst und je nachdem, wie viel ich hier noch machen werde. Mal gucken. Die Verlegung vom LAN-Kabel ist echt cursed. Ja, leider habe ich jetzt ein neues LAN-Kabel geholt, das weiß ist. Aber leider auch wieder nur 15 Meter und somit kann ich es nicht anders verlegen, nicht über die Tür. Also lege ich da einen Teppich drüber wahrscheinlich. Das ist meine Lösung. was gibt es denn noch? Wie lange ich hier in Bremen sein werde? 6 Monate geht das Praktikum. Das ist so ein Pflichtpraktikum von meinem Studium aus. Es geht 6 Monate, also jetzt vom März bis Ende August. Ja. Also wie gesagt, wenn noch weitere Fragen existieren, haut sie wirklich gerne in die Kommentare. Ich würde mich über jedes Kommentar freuen. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen, ob es euch gefällt und wie es euch gefällt. Verbesserungsvorschläge auch unten rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Wochenupdate, nächstes Wochenende. Tschüss!